Hallo Insektenfreunde. Ja, hier ist der Hauptdarsteller. Und zwar sind wir heute Morgen Hania geschlüpft. Und habe ich gedacht, okay, komm, mach ein aktuelles Video, wie ich sie umsetze. Und erzähle ja, euch auch gleich mal ein bisschen was über die Tiere. Die sind noch relativ ja, unbekannt. Und ja, ich habe da ein Substrat angerichtet mit Schildkrötenerde und ein bisschen getrocknetes Sphagnummoos. Hält ganz gut die Feuchtigkeit. Da sie es relativ feucht brauchen, ja, ist das optimal als Bodengrund für die Tiere. Die Dose, die kennt ihr auch aus einem anderen Video von mir. Und zwar ging es da um die Springschwanzzucht. Ja, ihr seht, das funktioniert. Und ich nehme da ständig Tiere raus, ja, und ja, bestücke damit den Bodengrund. Eigentlich als Bodenpolizei, ja, in dem Fall aber nicht. In dem Fall sind es reine Futtertiere. Und zwar könnt ihr es von der Größe euch so vorstellen, haben die ungefähr ein Drittel von den frisch geschlüpften Tieren. Ja. Also die sind wirklich mini, die sind wirklich klein und da nehmen wir Springschwänze als Futtertiere. Ja, ich habe die Otheken in der Heimchendose inkubiert. Ich habe 9 Otheken bisher. Ihr könnt es euch so vorstellen, jedes Weibchen legt so in der Woche eine Otheke ab und die Inkubationszeit dauert so circa 4 Wochen, bis die Jungen schlüpfen. Ihr seht hier die Kleinen, ja, jetzt habt ihr auch das Größenverhältnis, also ja, Springschwänze als Futter passt bei denen ganz gut. Auf jeden Fall fällt mir mal nichts anderes ein auf die Schnelle. Ja, was gibt es der Herkunft zu sagen? Die kommen aus dem südostasiatischen Raum. Sprich von Laos über die Philippinen und die besiedeln also ja, hochlagigen Regenwald zwischen 400 und 1700 Meter über dem Meerspiegel und da vor allem leben sie in Baumfarne und ja, die Tiere haben so eine Gesamtlänge von 2 cm und die Männchen sind ein bisschen langflügiger, sehen deswegen auch ein bisschen länger aus. Und sind perfekte Flieger, ja, also wehe, wenn losgelassen, ja, dann zoomen die euch durch den Hobbyraum durch. Hier seht ihr die Aufzuchtdose, da habe ich momentan 6 Tiere drin. Hier, das vorne ist ein präsubaduldes Tier. Ich habe auch ein subaduldes Tier noch drin, das erkennt ihr dann sofort an der Flügellänge. Und ja, die sind absolut verträglich. Ja, also ich habe da keine Sekunde Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Das merke ich auch schon, wenn ich ein bisschen zu große Ofenfischchen reinsetze. Die fressen die nicht. Die haben einfach Schiss vor denen. Also die sind wirklich sehr defensiv, sehr zurückhaltend. Also wenn ihr Tiere gerne in Gruppen halten möchtet, ja, sind die absolut die richtigen Tiere dafür. Ja, das andere Problem ist, dass sie einfach schwer zu bekommen sind. Aber das ändert sich ja jetzt hoffentlich. Ja, zur Temperatur. Ich halte die so bei 25 bis 26 Grad tagsüber und nachts geht es runter auf die Zimmertemperatur und sprühen tue ich 2-mal am Tag, einmal morgens, einmal abends, sodass ich einfach nachts eine Luftfeuchtigkeit von 100% erreiche und tagsüber so zwischen 70 und 80% liegt. Die Otheken legen die ausschließlich oben an den Deckel ab. Ja, kennen wir ja von mehreren Mantittenarten und auch da ist es einfach der Fall, dass sie die ausschließlich an der Drahtgarze ablegen. Ja, da wo sie herkommen aus der Region, gibt es eine Regenzeit von Mai bis Februar, wo es einfach tagelang nur regnet und deswegen ja, brauchen sie die hohe Luftfeuchtigkeit, sitzen aber trotzdem gern trocken. Das heißt, überbraust da nicht den kompletten Behälter, sondern sucht euch da bestimmte Bereiche raus, sodass die Tiere auch die Möglichkeit haben, weiterhin an einer trockenen Stelle zu sitzen. Ja, zum Thema Futter. Ihr habt ja gesehen, die Neugeschlüpften fütter ich mit Springschwänze. Danach kommen einfach Melanogaster, Hüdei und dann kommen Ofenfischchen. Na, ihr könnt auch schon ein bisschen früher anfangen mit Ofenfischchen. Die gibt es ja eigentlich auch schon ab der Melanogaster-Größe. Ich züchte die, ich finde, das ist ein klasse Futter, ja, und vor allem für die Hanias, weil die einfach nur oder sich spezialisiert haben auf weichhäutige Beute. Und von dem her gibt es für die einfach nur Ofenfische. Ne? Ich mache auch keine Fliegen rein, die haben eher Schiss vor Fliegen, sondern ich mache ausschließlich die Ofenfischchen rein und ja, denen schmeckt es, wie ihr sehen könnt.
Das funktioniert wunderbar bei denen. Aber ich habe da keine Angst, dass die da irgendwie ja, zu wenig Nährstoffe bekommen. Ich kann die auch noch mit einem Präparat bestäuben, wenn ich da irgendwie Angst habe. Aber bisher klappt das Ding einfach alles ganz wunderbar. Was ihr reinmachen könnt ins Terrarium, sind einfach Aststücke mit ca. 5 cm Durchmesser. Das werde ich in meinem nächsten Terrarium mal ausprobieren bei der Art, sodass ihr da einfach mal ein bisschen mehr im Lebensraum sich anpassen können. Dann kann man auch natürlich auch schön beobachten, wie sie sich verhalten. Und zwar lehnen die sich an den Stamm an, ja, wenn sie Gefahr wittern, ja, drücken sie sich hin. Und dadurch ja, sind sie perfekt getarnt und man kann sie fast nicht mehr wahrnehmen in der Umgebung. Von der ja, Position an sich, ja, die bevorzugen eine geotrope Ausrichtung. Das heißt, die sind eigentlich der ganze Tag mit dem Kopf nach unten, hängen die da. Und strecken ihre Fangarme aus und sind eigentlich immer, es sieht so aus, als ob sie immer auf dem Boden lauern würden, um Futtertiere aufzusuchen. Hat vielleicht auch was da damit zu tun, dass ich Ofenfischchen verfütter und die doch wirklich gerne am Boden nähe sind. Aber die Hanias an sich haben eine geotrope Ausrichtung, wahrscheinlich eher ein bisschen weiter oben und nicht auf dem Boden. Aber sie richten sich einfach in Richtung des Stammes aus und warten, bis da irgendwie, ich weiß nicht, eine Schabe oder ein Käfer vorbeiläuft, sodass sie die fressen können. Ja, ihr merkt, es gibt nur einiges zu beobachten, es gibt nur einiges zu entdecken bei den Tieren. Ja, man kann auch mit Sicherheit noch einiges optimieren bei der Haltung und auch bei der Inkubation. Ja, da freue ich mich drauf. Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen. Ja, ich mag so Herausforderungen, ich mag auch Tiere, wo jetzt noch nicht noch schon komplett aufgedeckt sind. Und da haben wir auf jeden Fall eine tolle Art. Ich freue mich riesig, dass ich ein bisschen was für die Erhaltung vom Bestand bei uns im Terrarium machen konnte. Und so, dass vielleicht auch bei euch morgen oder übermorgen so ein Tier im Terrarium sitzt und ihr es live beobachten könnt. Und ja, ich lasse euch noch ein bisschen allein mit dem Tier und wünsche euch auf jeden Fall voll eine tolle Restwoche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr gern solche Videos anschaut, dann abonniert meinen Kanal. Ich mache das eine oder andere neue Video in nächster Zukunft. Und ja, alles Gute, bis dann. Ciao. Was fragen?